Schluss mit Saufen und nackter Haut. Knallharte Gesetze sollen ab diesem Sommer auf der deutschen liebsten Insel Mallorca gelten. Bei Missachtung drohen satte Geldstrafen. Was halten Sie denn von den neuen Regeln? Wir haben Sie in Hamburg gefragt. Also ich finde das ganz gut, all die, weil wir uns immer drüber geärgert haben. Finde ich gut. Die Säufer können zu Hause bei sich saufen, da können sie umfallen, Scheiße bauen, so viel sie wollen. Aber in der Öffentlichkeit null. Nicht jeder möchte sowas sehen, ganz ehrlich. Am Strand finde ich es in Ordnung, aber in der Stadt, im Bus und Privatsphäre einfach. Ein bisschen bedecken ist doch auch gut. Ich kann mich anpassen an Gepflogenheiten dort. Also wenn es verboten ist, dann ziehe ich mir was an im Bus. Ja. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, da können die tragen, was sie wollen. Aber wenn die voll sind und haben, zeigen ihre dicken Bäuche, das will ja nicht wirklich jeder sehen. Ist natürlich für die Tourismusbranche schlecht und für die Deutschen, die zum Saufen da runterfahren, auch. Aber ich kann das verstehen, dass sie ein bisschen mehr Kultur auf ihrer Insel haben wollen. Tja, viel Verständnis. 10 nach 12. Willkommen zur Drehscheibe, liebe Zuschauer. Saufen, bis der Arzt kommt, am besten aus Eimern. Ja, das ist auf Mallorca fast schon Tradition. Ja, und dann noch spärlich bekleidet durch die Innenstadt schlendern und abends volltrunken ein paar Liedchen grölen. Seit ein paar Monaten oder Wochen ist das tatsächlich alles auf der Ferieninsel verboten. Aber ist deswegen jetzt auch schon Ruhe eingekehrt am Ballermann? Wir haben mal den Test gemacht. Aber scheiß drauf, mal ist nur einmal im Jahr. Genau diese Bilder will die Verwaltung von Mallorca nicht mehr sehen. Trinkende und grölende Gruppen am Strand. Für viele von ihnen ist das Beste am Urlaub ein Eimer Alkohol. Doch damit soll künftig Schluss sein. Im Mai hat der Stadtrat von Palma eine Verordnung erlassen, nach der das Eimersaufen verboten und unter Strafe gestellt werden soll. Mal schauen, was die Touristen davon halten. Am Strand treffen wir Hendrik, Kevin und Jörg aus Hannover. In ihrer Mitte ein blauer Plastikeimer mit Alkohol. Pina Colada. Ja, ganz billiger Fusel. Das sogenannte Eimersaufen am Strand von Arenal. Angeblich soll es damit jetzt vorbei sein. Mitgekriegt haben wir da schon, aber wir haben bei den anderen halt geguckt und die haben ja trotzdem alle noch getrunken. Und dann haben wir gedacht, machen wir das auch, aber die Polizei hat hier auch noch nichts gegen gesagt. Also die gehen an uns vorbei und gucken uns an und die sagen nichts, dass wir hier ein bisschen Spaß haben. Ja. Die drei Niedersachsen sind dabei relativ ruhig, trinken still vor sich hin. Einige Meter weiter klingt das schon anders. Eine Gruppe junger Schweizer, auch sie mit einem Eimer in ihrer Mitte. Was trinkt ihr aus dem Eimer? Das ist hier Eristoff mit... Orangensaft. Genau, ja. Also Wodka. Ja. Wie viel habt ihr davon schon weg? Eimer. Die Antwort ist etwas undeutlich. Man einigt sich auf 4 bis 5 Eimer, die heute bereits geleert wurden. Von einem Verbot des Eimersaufens halten die Schweizer nichts. Das versaut Mallorca. Warum? Mallorca ist ja bekannt für das Eimersaufen. Und wenn das abgeschafft wird, dann, ich weiß nicht, ist nicht gut. Die neue Verordnung sorgt für Unsicherheit am Ballermann. Viele fragen sich, was ist erlaubt, was verboten. Wir haben mit der Polizei geredet. Ja. Die Polizei sagt selber, solange es noch im Maß ist, darf man hier mit Kübel trinken. Die neue Verordnung für korrektes Verhalten gilt seit Juni. Mehr Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit soll sie bringen. Saufgelage und Lärmbelästigung sind verboten. Schritt für Schritt werden wir die neue Verordnung durchsetzen. Zuerst wollen wir informieren und erziehen. Und schon im nächsten Jahr benehmen sich die Touristen besser. Aber allen Touristen muss klar sein, was wir hier zukünftig nicht mehr sehen wollen. Saufgelage und laute Musik sind verboten. Ob dabei aus Eimern, Flaschen oder Dosen getrunken wird, ist egal, erklärt der Beamte. Zum neuen, korrekten Verhalten gehört in Palma jetzt auch ein Dresscode für den Stadtbesuch. Wir sind in der Altstadt von Palma. Hier ist seit dem 1. Juni ein Bikini-Verbot in Kraft. Die Stadtverwaltung möchte so Frauen in Bikinis und Männer mit nacktem Oberkörper aus dem Stadtbild verbannen. Wir treffen Sonja und Claudia aus Singen am Bodensee. Eine Woche verbringen die beiden auf Mallorca. Vom Bikini-Verbot in der Stadt hören sie zum ersten Mal. Finde ich Schwachsinn, weil es ist halt warm, jeder läuft halt so, wie er gerade angezogen ist. Wenn man jetzt gerade in den Laden reinlaufen will, dann hat man halt ein Bikini-Oberteil an, ist ja Wurst. Bis zu 200 Euro Bußgeld drohen bald für Shoppen im Bikini. Wir fragen, ob die Urlauberinnen die neue Kleiderverordnung testen würden. Seid ihr dabei? Würdet ihr das mitmachen? Ja, klar. Ja, da hättet ihr Lust zu? Ja. Die beiden jungen Frauen tragen unter ihren Tops, wie viele Urlauberinnen, ihre Bikini-Oberteile. Ihre Shirts lassen Sonja und Claudia in der Tasche verschwinden. Im Bikini geht's dann zum Bummel durch die Altstadt von Palma.
Nach der neuen Verordnung ist dieser Look nur noch an der Strandpromenade und Straßen, die zum Strand führen, erlaubt. Fast eine Stunde begleiten wir sie so durch die Innenstadt. Hat euch schon jemand angesprochen? Ist euch irgendwas aufgefallen? Nö, gar niemand hat irgendwas gesagt. Also nur blöd geguckt, aber nichts gesagt. Ja, und Ihnen ist Ihnen was aufgefallen? Nein, ich glaube, das interessiert niemanden. Frauen in Bikinis und Männer mit nacktem Oberkörper sollen aus dem Stadtbild verschwinden. Der Rat der Stadt hat 3 Jahre über die neuen Regelungen diskutiert. Auch Spucken, das Wegwerfen von Zigarettenkippen und öffentliches Urinieren sind verboten und kosten 50 Euro Bußgeld. Viele Mallorquiner finden mehr Sauberkeit und weniger Nacktheit gut. Also am Strand ist das okay, aber in der Stadt finde ich das nicht richtig. Ich denke, es ist besser, sich in der Fußgängerzone adäquat zu kleiden. Ich denke, das ist in Ihrem Land doch genauso, oder? Fast 2 Stunden sind wir inzwischen in der Stadt unterwegs. Wir wollen den Test des Bikini-Verbots gerade beenden, da erscheint ein Streifenwagen. Doch er rauscht an Sonja und Claudia vorbei. Was sagen Sie dazu? Hat die gar nicht interessiert. Ich glaube, da war was anderes wichtiger, wie jetzt so Sinnlosigkeiten nachzugehen. Also eigentlich, ich habe nichts anderes erwartet. So habe ich mir vorgestellt, dass es keinen juckt. Fazit, das Bikini-Verbot gilt zwar seit Juni, doch mit der Durchsetzung lassen sich die mallorquinischen Behörden Zeit, was nicht jeden in Palma stört. Immerhin 2 haben zugeguckt, ne?